Wenn ein Riesenkanal Dinge reproduziert, die potenziell problematisch oder falsch sind oder eine bestimmte Art von Menschen anziehen, die potenziell gefährlich sind und bedrohlich für Menschen, die queer sind, die generell einer Minderheit angehören, dann ist das ja nicht einfach so ein Gleichgewicht, bei dem man sagt, ja, sprich doch einfach mit der Person. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Aljoscha, schön, dass ihr eingeschaltet habt in dem Safe Space Wohnzimmer eurer Wahl. Und hier, guck mal, Leute, weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe so ein Safe Space Zeichen bekommen von, die heißen Hoagard. Und die haben mir das gegeben. Die finden das schön, was ich mache, und die haben mir das gegeben. Insofern vielen Dank an die und bin super happy. Ich habe es noch nicht aufgehangen, weil ich faul bin. Holt euch ein Getränk eurer Wahl und macht's euch gemütlich. Ich weiß, dass die Feiertage für viele sehr belastend sein können. Ob es jetzt ist, weil man mit Tierleid konfrontiert wird und Menschen die ganze Zeit Diskussionen über Veganismus führen wollen oder ein Teil der Familie irgendwelche AfD-Sachen raushaut oder man über seine queere Identität sich irgendwie rechtfertigen muss, sich lustig gemacht wird, man arbeiten muss, man sich einsam fühlt, man jemanden verloren hat, man selber krank ist, man vielleicht gar kein Weihnachten feiert, man gerade sein Haustier verloren hat. Es gibt unendlich viele Situationen, in denen die Feiertage einfach sehr belastend sein können. Ich hoffe auch, dass alle es geschafft haben, gut Grenzen zu setzen, weil ich glaube, das ist das, was am schwersten ist. Das wollte ich noch kurz sagen. Und alle, die hier neu sind, checkt übrigens immer super gerne den Mission Safe Space Store aus. Da gibt es zum Beispiel diese schöne Henry-Tasse. Die ist jetzt auch wieder da. Und wir reagieren heute auf ein Video von Jonas Ems, wenn Kollegen kritisieren, dein Geschäftsmodell ist. Und ich finde den Titel auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Und bevor wir in das Video einsteigen, würde ich immer gerne einmal ganz kurz so ein bisschen meine Meinung sagen. Ich weiß nicht genau, was Jonas jetzt in dem Video ansprechen wird, aber was ich insgesamt schon mal gut finde, ist, dass man allein schon im Titel merkt, dass das Kritisieren von KollegInnen auf YouTube oder generell ein Geschäftsmodell geworden ist, dadurch, dass man bei YouTube die Videos monetarisieren kann und dadurch, dass Menschen natürlich gerne schaulustig sind, gerne Drama und Gossip mögen und wir bequem von zu Hause aus Sofa motzen können, nenne ich das ja immer. Auch wenn natürlich, und das ist die Gratwanderung, Kritik wichtig ist. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen, die man hier beachten muss und beachten sollte aus meiner Perspektive. Sei es zum Beispiel das Machtgefälle, die Art und Weise, wie kritisiert wird, wer kritisiert. Und damit einhergehend natürlich auch die Verantwortung und auch die Menschen, die man quasi auf die andere Person hetzt und das Ausmaß. Ich glaube, da sind so ein paar Sachen, die damit reinfließen aus meiner Perspektive, die wichtig sind. Ich bin sehr gespannt. Ihr wisst, ich mag Jonas sehr gerne. War auch schon mal auf seinem Kanal. Guckt das Video gerne an. Vielleicht ist er nächstes Jahr auf meinem Kanal mit unterwegs. Who knows? Was geht? Mein Name ist Jonas und mir ist letztens was aufgefallen. Ich habe ja zuletzt mal ein Video gedreht, ich nenne das jetzt mal über diesen zu vielen Skandal bei Leroy, was den Titel getragen hat, das letzte Video von Leroy. Und das Video hat ehrlicherweise sehr gut performt von den Aufrufen her und ich habe mich dann daran zurückerinnert, dass ich ein ähnliches Phänomen schon mal hatte. Und zwar, als ich ein Video über die militante Veganerin gemacht habe, beziehungsweise waren es genau genommen sogar zwei. Meine Videos sind nämlich normalerweise eher von Personen losgelöst, sondern beziehen sich eher speziell auf bestimmte Themen. Zum Beispiel jetzt zuletzt, ob die Menschheit immer dicker wird oder über unser Schulsystem in Deutschland oder ja auch recht viel von meinem Tierschutz-Content, bei dem es erst recht keinen Sinn machen würde, den speziell auf eine einzelne Person zu beziehen. Und im Tierschutz bietet sich das generell nur in einzelnen Fällen an, wie eben zum Beispiel bei der militanten Veganerin oder Robert Mark Lehmann hatte, glaube ich, vor einem Jahr etwa mal Montana Black für sein Aquarium kritisiert. Wie man hier sehen kann, auch das war ja ein sehr aufrufstarkes Video. Nun gut, bei den einzelnen Videos jeweils, bei denen es speziell dann... Ja, absolut, das macht total Sinn und ich kann mich da auch nicht von freisprechen. Das ist bei mir ja auch so. Ich glaube, das macht man teilweise auch gar nicht bewusst. Man kann ja vor allem anhand dieser Kritik an Einzelpersonen sehr gut Kritik aufbauen. Es ist leider generell so, dass es für uns greifbarer und einfacher ist, sich auf eine Person zu stürzen und eine Person zu kritisieren, als ein strukturelles Problem zu benennen. Das ist einfach nicht so greifbar für uns. Ich denke, das liegt zum einen daran, dass wir natürlich parasoziale Beziehungen aufbauen, ne? Also bedeutet, wir bauen Beziehungen zu den Personen, auf denen wir folgen und verbinden etwas mit denen, ne? Stichwort Safe Space, Wohnzimmer eurer Wahl. Wir bauen natürlich Beziehungen zu den Personen auf. Umgekehrt können wir auch negative Beziehungen zu Personen aufbauen, die wir dann weniger mögen. Und ich glaube, eine Sache, die tatsächlich auch immer sehr gut funktioniert, ist, InfluencerInnen zu kritisieren, weil es generell ein Job ist, der gerne auch mal als Job bezeichnet wird oder nicht ernst genommen wird, weil Menschen ja irgendwie nur Beauty-Produkte bewerben und sonst nichts Sinnvolles machen und das so eine Art Runterspielen davon ist. Und ich sage ja auch immer wieder, auch damals bei Shirin David, dass Reichweite mit Verantwortung einhergeht, dass es ja nicht einfach so ist, dass diese Person hier irgendwie am Tisch sitzt und ein bisschen sagt, ja, ich finde das übrigens richtig doof, weil, sondern dass es ein riesen Fußballstadion im Zweifel ist oder 10 Fußballstadien teilweise, je nachdem, wie krass die Videos aufgerufen werden. Und entsprechend erreicht man so viele Menschen damit und das geht natürlich mit einer Verantwortung einher, ob man das möchte oder nicht, weil man Menschen beeinflusst, die im Zweifel auch zu einem raufschauen und das alles unkritisch, ungefiltert einfach weitergeben oder aufnehmen, weil wir mögen die Person ja und natürlich ist es dann wichtig, dass man da Grenzen setzt und sagt, ey, das, was du gesagt hast, ist nicht gut oder das, wie du es gesagt hast, ist nicht gut und dann in dem Zusammenhang vielleicht zu sagen, hey, lass uns trotzdem das strukturelle Problem dahinter benennen oder zum Beispiel in diesem Fall, wie ich jetzt finde, auch die Plattform YouTube, dass da nicht strenger reglementiert wird, wenn es teilweise aus meiner Perspektive sehr über
über die Stränge geht. Dann bei mir um einzelne Personen ging, ist mir aber Folgendes aufgefallen. Diese Videos haben immer besonders gut performt, immer besonders gut polarisiert, hat also zu viel Engagement geführt, also meistens auch viele Kommentare, viele Leute, die es geteilt haben. Das hat viel damit zu tun, dass die Leute ihren Frust dann auch in den Kommentaren dalassen konnten, weil sie Ähnliches auch schon beobachtet haben. Die haben dann zum großen Teil meiner Meinung zugestimmt und Dinge noch hinzugefügt. Oder manche eben auch, die dann die Person, die in dem Video kritisiert wurde, verteidigt haben und gesagt haben, so, nee, Jonas, du siehst das voll falsch, es ist eigentlich so und so. De facto haben die Videos aber eben super polarisiert, weil es eben ganz speziell um eine einzelne Person ging. Meine persönliche These ist nämlich vorerst einmal, dass wenn beispielsweise das Video über Leroy, das ja hieß das letzte Video von Leroy, wenn das beispielsweise ein zu vieler bei einer Talkshow gehießen hätte, dann hätte das auf jeden Fall weniger Aufrufe gehabt. Genauso, wenn ich nicht explizit über die militante Veganerin gesprochen hätte, sondern einfach nur generell über radikalen Veganismus, dann hätte auch das längst nicht so gut funktioniert. Absolut, sehe ich genauso. Ich glaube trotzdem, dass es an der Stelle auch nochmal wichtig ist, gerade in diesem Beispiel, ist es ja auch relevant, dass man die eine Person benennt, weil sie eben so eine massive Reichweite hat und so viele Menschen sie kennen und man im Fall der militanten Veganerin zum Beispiel auch anhand der Handlung, anhand dessen, was sie gemacht hat, wie ich finde, sehr gut Dinge abarbeiten konnte, die mit Aktivismus zu tun haben, was teilweise gut war, was nicht so gut war, sich immer mehr rauskristallisierte, in welchen Kreisen sie sich bewegt und wie potenziell gefährlich das sein kann und auch da nochmal strukturelle Probleme zu benennen, über Aktivismus zu sprechen und so. Insofern, ich finde das jetzt nicht per se schlecht. Also ich weiß noch nicht so 100%, wo es hingeht, aber ich stimme ihm auf jeden Fall erstmal zu. Nun gibt es aber noch eine ganze Reihe anderer YouTube-Kanäle, deren Content viel drastischer daraus besteht, auf das Fehlverhalten oder problematische Aspekte bestimmter Einzelpersonen aufmerksam zu machen und diese zu kritisieren. Da ist mir zum Beispiel der Kanal Just Nero aufgefallen. Man muss sich im Grunde nur mal seine letzten Uploads angucken, man wird ganz gut verstehen, was ich meine. Leroy, Julienko, André Schiebler, wie diese YouTuber sich selbst zerstören. Abrechnung Aline Bachmann, Leroy ist noch schlimmer als wir dachten, Maximilian Pütz, peinlicher Clown, Leroy, das kann nicht dein Ernst sein. Theo Stratmann droht mir mit Abnahmung. Lösch dich, Maxim Noise. Leroy wird immer schlimmer und so weiter und so fort. Also ihr versteht... Ich merke immer wieder, dass ich ganz viele Menschen auf YouTube nicht kenne. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Sein Content besteht fast ausschließlich darauf, sich mit anderen Creatern zu befassen und diese zu kritisieren. Und deutlich wird bei ihm auch, wer für ordentlich Performance sorgt, der wird auch gerne mal öfter kritisiert. So hat es Leroy beispielsweise bei ihm in 4 der letzten 8 Uploads geschafft. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Aber ganz vorsichtig jetzt erstmal, bevor jetzt manche von euch direkt kommentieren wollen, Just Nero ist mein Lieblings-YouTuber, der ist voll cool. Lasst euch gesagt sein, ey, alles gut. Wir schauen uns gerade nur einmal dieses Phänomen an, weil das eben so spannend ist. Und damit Just Nero auch nicht alleine bleibt, schauen wir uns auch gerade nochmal ein paar andere YouTuber an, die das sehr ähnlich machen. Ich kenne zum Beispiel Kante den jetzt nicht, aber ich muss trotzdem auch nochmal sagen, dass ich auch da manchmal finde, dass man ein bisschen über die Stränge schlagen kann. Ich finde es schon wichtig, dass man Dinge einordnet. Ich finde aber im gleichen Atemzug muss man sich immer vor Augen führen. Ich glaube, was man schnell vergisst, ist, dass diese Zahlen, die wir auf YouTube sehen, das sind halt für unser Gehirn, glaube ich, sehr schwer zu greifen, wie viele Menschen sich da potenziell auf jemanden draufstürzen und wie schnell das auch dazu führen kann, dass Menschen bedroht werden oder extrem viele negative Kommentare an einem Tag bekommen. Und das gilt natürlich immer in alle Richtungen. Also wenn jetzt jemand Mist baut oder Dinge raushaut, die potenziell gefährlich sind, dann muss man das benennen, weil es gefährlich ist. Aber im Fall zum Beispiel von Leroy, ich habe das auch so ein bisschen am Rande mitbekommen. Ich bin, um ehrlich zu sein, nicht 100% tief da drin. Aber ich habe am Ende schon auch gedacht, das ist echt krass, wie viele Videos es gibt, die sich alle parallel auf ihn draufstürzen. Und versteht mich nicht falsch, ich will damit nicht sagen, dass die Kritik nicht angebracht ist. Ich finde nur manchmal, dass dieses Ausmaß, wenn man merkt, das funktioniert. Ich habe das Gefühl, dass dann oft so Netzwerke entstehen an Menschen, die alle so riesen Reichweite haben. Und ich finde, man kann dieses Phänomen auch schon so ein bisschen beobachten, dass es immer ähnliche YouTuberInnen aufeinander reagieren und sich gegenseitig irgendwie supporten und pushen, was voll verständlich und okay ist. Aber andersrum natürlich auch schnell negative Dynamiken annehmen kann, wenn sich extrem viele reichweitenstarke Menschen auf eine Person stürzen, die zu Recht kritisiert wird, aber das eben ein Ausmaß annimmt, wo man vielleicht manchmal sagen sollte, boah, wir halten jetzt mal kurz inne, muss es jetzt noch ein Video sein? Weil ich glaube, wir manchmal unterschätzen, was das mit Menschen machen kann, egal, was die für eine Reichweite haben. So, ne? Deswegen sage ich auch immer wieder, und ich glaube, das ist mir so wichtig, bitte bleibt respektvoll miteinander und egal, wie wütend euch ein Video macht, es bringt nichts, auf den Kanal zu gehen und eine Person zu beleidigen, zu bedrohen, erst recht nicht, oder generell unter die Gürtellinie zu gehen, weil wir so einfach nicht vorankommen. Es ist wichtig, Grenzen zu setzen und den Menschen keine Bühne mehr zu geben, andere Menschen aufzuklären, aber wir gucken jetzt erstmal weiter. Da gibt es ja zum Beispiel einen Kuchen-TV, der ja auch verschiedene Formate hat, die sich oftmals explizit mit Creatern befassen oder auf Creator beziehen. Wem mich auch schon länger folge, ist... Also ich hoffe, das war jetzt gerade keine Empfehlung von ihm. Klängern ist auch ein spannender Case, denn auch hier kann man sich angucken, wenn man sich mal die erfolgreichsten Videos der letzten Wochen anguckt, dann sieht man der Abschluss von Julienko, skurrile Show von Jeremy Fragrance, alles Fake Theo Stratmann und UpRed-Abzocke, dass das auch wieder alles Videos sind, die sich explizit mit einer einzelnen Person befassen und nicht beispielsweise wie sein Video die Zerstörung von
von Twitch oder so kaufen Shell und Co. Influencer, wo es eben nicht explizit um eine einzelne Influencerin oder einen einzelnen Influencer geht, sondern das Ganze eben was allgemeiner gefasst ist. Auch das, wie gesagt, keine Kritik an Klängern, sondern für uns nur spannend diese Beobachtung. Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer YouTuber, wie zum Beispiel Alpha. Dieses Phänomen gibt es überall, das wird es auch bei mir auf dem Kanal geben, natürlich. Und teilweise ist es auch mega wichtig, wenn es eine Person auf YouTube gibt, die eine große Reichweite hat, die nichts anderes macht, als systematisch Menschen fertig zu machen, nicht wissenschaftlich zu arbeiten, also Persia zum Beispiel, nie Interesse an einem Dialog, sondern nichts anderes macht, als Mobbing zu kapitalisieren und immer wieder drauf zu hauen. Und dann ist es natürlich wichtig, Grenzen zu setzen. Ich habe dazu ein sehr schönes Reel auf Instagram gesehen, was mich so ein bisschen an die Situation erinnert hat, dass wir laut bleiben müssen, auch wenn Widerstand kommt, weil Widerstand kommt immer. Der Widerstand kam ja sowieso erst von Personen wie ihr. Gibt natürlich auch andere Beispiele, aber das ist jetzt das Aktuellste. Ich möchte Sie fragen, ob Sie dafür sind, dass die Vergewaltigung in der Ehe auch in das Strafgesetzbuch kommt? Nein. Dieser Vorfall, dieser Clip hat mir eines gezeigt. Und zwar, dass uns immer Widerstand begegnet, wenn wir den Status quo verändern wollen. Und deswegen müssen wir uns vor Augen führen, dass wir das genau jenen mutigen Menschen verdanken, wie Petra Kelly, die diesen Widerstand von mächtigen Menschen in Kauf genommen haben, dass wir heutzutage in Ehen nicht mehr einfach legal vergewaltigt werden können. Dass wir wählen dürfen. Dass wir nicht mehr die Erlaubnis unserer Ehemänner brauchen, um ein Bankkonto zu eröffnen oder arbeiten zu gehen. Gesellschaftlicher Wandel braucht Haltung, braucht Mut und braucht vor allem den Mut, laut zu sein und anzuecken. Und dabei sollten wir alle nicht den Einfluss unterschätzen, den wir alle, den jede von euch hat. Und hierbei sollten wir nicht unterschätzen, wie mächtig wir gemeinsam sind. Wir sollten damit aufhören, uns als Konkurrentinnen und als Wettbewerb zu sehen und zusammenhalten. Uns gegenseitig unterstützen. Vor Kevin, der auch sehr oft seinen Content auf einzelne Creator bezieht. Oder eben auch zum Beispiel Sascha, die, glaube ich, verglichen mit all den anderen sogar die stärkste Performance hat, was diese Videos angeht. Bei Sascha ist der Content durchaus auch durchmischt mit Videos, die eher allgemeiner gehalten sind. Also Videos, deren Titel und Thumbnail sich vor allem auf einzelne Creator beziehen, sind die hier. Wo es einmal auch um Rio geht, es geht einmal auch um Julienko und es geht um TJ. Und auch hier sieht man aber natürlich, dass das die besonders performanten Videos sind, wo es um diese einzelnen Leute geht. Man muss aber auch dazu sagen, dass auch in vielen anderen Videos von Sascha einzelne Creator explizit kritisiert werden, die sind aber nicht im Titel oder im Thumbnail zwingend abgebildet, also im Thumbnail schon, aber oftmals mit schwarzen Balken zensiert und ich persönlich kenne die ehrlich gesagt gar nicht. Aber bei Sascha's Videos kann man sich im Grunde schon eigentlich immer darauf verlassen, dass auch einzelne Creator kritisiert werden. Das ist nur in seltenen Fällen nicht gegeben. Es gibt natürlich auch auf andere... Sascha ist ein gutes Beispiel, was mir gerade einfällt. Es gab ein Video von ihr über Alkoholwerbung bei InfluencerInnen. Ich habe das Video geguckt und ich habe ihr prinzipiell auch zugestimmt. Es ging generell so ein bisschen um das Thema, dass Alkohol beworben wird und ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, to be honest. Ich habe auch noch nie Werbung für Alkohol gemacht. Ich werde auch nie Werbung für Alkohol machen. Vieles von dem, was sie gesagt hat, dem habe ich inhaltlich zugestimmt. Jetzt kommt so ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe. Sie hat unter anderem auch einen kleineren Creator, Robin Solf, kritisiert, der auf einmal einen Sturm an Nachrichten bekommen hat, die teilweise sehr unter die Gürtellinie gingen und die meisten davon eben homophob waren. Das hat natürlich damit zu tun, dass Sascha eine immense Reichweite hat mit unfassbaren Aufrufzahlen. Und das wiederum führt dazu, dass ein kleiner Creator die volle Ladung abbekommt. Hat die Person es verdient, kritisiert zu werden? Absolut. Ist hier das, was ich eben angesprochen habe, wichtig zu beachten, das Machtgefälle. Ich kann mich in dem Video zum Beispiel nicht daran erinnern, dass sie gesagt hat, tut mir einen Gefallen, es ist okay, das zu kritisieren, aber bitte geht nicht unter die Gürtellinie, seid bitte nett, immer wieder explizit darauf hinzuweisen, während des Videos, davor, danach, wie auch immer. Stattdessen hat sie ein zweites Video dazu gemacht, wie Robin Solf auf sie reagiert hat. Und auch hier würde ich sagen, hat Robin smart auf die Situation reagiert? Absolut nicht. Er hat impulsiv reagiert, er hat das nicht durchdacht, er hat sie in Teilen auch so ein bisschen diffamiert und runtergeredet. Ich fand es persönlich auch nicht schön, aber dann mit der geballten Ladung ihres Kanals ein zweites Video zu machen auf einen Creator, der queer ist, der einen kleinen Account hat, halte ich in dem Zusammenhang tatsächlich für relativ problematisch, weil ihr nie vergessen dürft, was das für krasse Auswirkungen hat für eine ohnehin schon marginalisierte Person, von einer Person, die selber eine Riesenplattform hat, White-Passing, Hetero-Passing und Cis ist. Ich möchte damit, glaube ich, nur sagen, dass wenn wir Kritik ausüben, wir die teilweise vielleicht ein bisschen differenzierter artikulieren und selber nochmal Gedanken machen, wie ist jetzt gerade das Machtgefälle, wie potenziell gefährlich ist das für eine Person,
Person, die sowieso schon jeden Tag sich queerfeindliche Sachen anhören muss, wenn ich jetzt mit meinem Riesen-Account diese Person explizit in 2 Videos sehr ausführlich teilweise kritisiere. Das ist so ein bisschen, was ich versucht habe zu sagen. Ja, auch auf anderen Plattformen solche Cases, wie zum Beispiel bei meinem geschätzten Kollegen Jonas Wuttke, der mit seinem Ist-Social-Media-Peinlich-Format eben auch explizit auf fragwürdige Sachverhalte oder generelles Verhalten in der Social-Media-Szene aufmerksam macht. Und auch hier kann man eben beobachten, dass die Videos vor allem dann besonders performant sind, wenn sie sich wirklich explizit mit einem einzelnen Creator befassen, der im besten Fall vielleicht wirklich auch gerade sehr relevant ist, wie zum Beispiel in diesem Case Julius Boring Life. Wie geht's eigentlich Julius Boring Life? Wer ist Julius Boring Life? Und dann sieht man eben auch, dass das Video über 1 Million Aufrufe hat. Es gibt noch eine ganze Reihe an anderer Meinungen. Ey, und das Ding ist, wenn ich sowas sehe, ne, wenn ich dieses Video von Julius Boring Life sehe, dann denke ich mir auch direkt so, boah, Instagram, diese Welt ist nichts für mich, gar nichts. Ich finde das oft sehr, sehr unangenehm, sehr cringe, sehr oberflächlich. Ich habe das Gefühl, dass Menschen sehr oft versuchen, ein bestimmtes Image zu verkaufen, was wiederum andere Menschen extrem unter Druck setzt, weil sie das Gefühl bekommen, höher, weiter, schneller, reicher, immer mehr, pompöser, größer. Und dass Instagram und Social Media generell oft sehr unehrlich ist. Insofern, ich finde es wichtig, das zu kritisieren. Ich finde eben immer nur auch wichtig zu differenzieren, wie wir kritisieren, wer kritisiert, wie das Machtgefälle zwischen diesen Positionen ist, was das potenziell für Auswirkungen haben kann auf diese eine Person, weil es eben, wie Jonas schon sagt, leichter für uns ist, sich auf eine Person zu stürzen, als generell irgendwie ein System zu kritisieren oder sowas. Meinungscreator, bei denen es auch immer mal wieder natürlich vorkommt, dass einzelne Creator kritisiert werden oder sich ein einzelnes Video einem ganz bestimmten Creator widmet. Zum Beispiel gibt es da eine Alicia Joe oder einen Parabelritter, wo das vorkommt. Aber in den allermeisten Fällen bei denen geht es in dem Video doch eher um ein spezielles Oberthema und nicht um eine spezielle Einzelperson, was das Ganze in Aspekten eben schon manchmal differenzierter einfach macht. Jetzt fragt ihr euch gerade vielleicht so, Jonas, warum drehst du überhaupt dieses Video? Weil das sind doch eigentlich alle Creator, die du hier genannt hast, sind doch eigentlich alles coole Creator. Das sind Meinungsblogger, die sich für das Richtige einsetzen. Und ja, ihr habt tatsächlich recht. Egal, ob jetzt ein Just Nero, eine Sascha oder ein Alpha Kevin, das sind alles Creator, die ich mir selber privat auch angucke und ehrlicherweise besonders dann gerne, wenn die eben einzelne Personen roasten, die ich im besten Fall dann sogar selber kenne. Also nicht persönlich, weil ich mit denen befreundet bin, um Gottes Willen, sondern weil ich eben irgendeinen Bezug zu denen habe. Ne? Weil ich mich zum Beispiel selber mal über diese Person aufgeregt habe oder mir selber schon mal gedacht habe, so, yo, finde ich auch nicht gut, was die macht. Und toll, dass jetzt ein Alpha Kevin ein Video darüber macht. Ich kann mich auch nicht von freisprechen, ne? Also ich habe das auch natürlich, dass ich da manchmal denke, ja, voll gut, dass die Person jetzt endlich mal kritisiert wird. Ja, bei anderen wünsche ich es mir. Aber let's see. So versteht ihr die Ebene. Am Ende des Tages muss man sich trotzdem aber ehrlicherweise auch eingestehen, dass es nicht groß anders ist, als es bei mir jetzt gerade im Titel steht. Und zwar ein Geschäftsmodell, das darauf basiert, seine Kollegen zu kritisieren. Was jetzt ja zwingend auch nicht falsch sein muss. Man muss natürlich erstmal sagen, wenn man hier von Kollegen spricht, erstmal hat einen natürlich niemand dazu gebeten, dass das die Kollegen von einem sind. Also ich kriege da selber Gänsehaut, wenn mir jemand sagt, dass Z-Max, ApoRed oder Julienko meine Kollegen sind. Huiuiui. Absolut Gänsehaut. Und zweitens klingt natürlich Geschäftsmodell auch so ein bisschen durchtrieben, als wäre das so der Plan von vornherein gewesen. Trotzdem verdienen diese Leute, wie auch ich, eben Geld damit, wenn ich Leroy kritisiere oder die militante Veganerin. Und am Ende ist es halt ein Feedback-System. Wenn man merkt, dass etwas funktioniert, dann ist die Schlussfolgerung, hey, dann mache ich das vielleicht nochmal. Und das ist das, was ich meinte mit, wenn man Mobbing kapitalisiert und wenn man merkt, dass man sich konstant auf eine Person stürzen kann und die Zahlen stimmen, weil man, glaube ich, gar nicht mehr sieht, was das eigentlich mit Menschen macht und was das für Konsequenzen hat, wie viele reale Menschen das erreicht. Es ist halt für mich auch teilweise sehr schwer zu realisieren, dass die Zahlen, die da stehen, halt eben ganz, ganz, ganz viele Menschen verteilt über Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung wo, ist und das wirklich auch Einfluss auf deren Leben teilweise hat. Positiv, negativ. Umso schlimmer, wenn Menschen eben Content machen, der andere Menschen konstant belastet und diffamiert, kann Social Media ein extrem belastender Ort sein. Deswegen, Leute, ihr müsst kein Mobbing tolerieren. Meldet euch zum Beispiel gerne bei Hate Aid oder so. Und wenn ihr Kommentare seht, versucht irgendwie einzuspringen, wenn ihr die Kapazitäten habt. Ich finde es so wichtig, dass diese linksverseuchte, vegane Wohlfühl-Propaganda-Armee einfach mal größer wird. Und vor allem eben dann, wenn ich merke, dass die Videos eben sehr performant sind, wenn ich explizit einzelne Leute kritisiere und deswegen vielleicht eher nochmal dazu tendiere, auch eben explizit die Person im Titel und im Thumbnail zu nennen und das einzelne Video nur um diese Person drehen zu lassen, weil das eben in der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert hat. Aber um das trotzdem ganz kurz einmal zu claimen, die Basis dieses Videos hier soll nicht sein, diesen Content zu kritisieren, denn erstens kommen wir aus Zeiten, in denen in Chicken Wings gebadet wurde oder Bombenpranks gemacht wurden, also ist es toll, dass es diese Art von Kritik
Kritik-Content gibt, denn der ist viele, viele Ligen besser. Und zweitens ist ja auch das Tolle, dass man oftmals aus diesen Videos auch wirklich was mitnehmen kann. So lernte man zum Beispiel in Saschkas Video über Julienko, dass man eben nicht auf seine Scams oder eben ähnliche Scams, die es so gibt, reinfallen sollte. Also es ist gut für den Zuschauer, sich diese Videos anzuschauen, um sich in dieser Form eben ein besseres Bewusstsein über den Umgang mit sozialen Medien zu schaffen. Und auch bei einem Klängern wird man darüber sensibilisiert, wie einfach Creator ihren Lifestyle und ihr Business faken können und dass man sich daran kein Beispiel nehmen sollte. Und auch ein Just Nero hilft einem bei der moralischen Einordnung von vielen Dingen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass man den Content, wenn man es wollte, durchaus auch allgemeiner halten könnte, ohne eben explizit immer mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen zu müssen. Um darüber aufzuklären, warum die Teilnahme an Gewinnspielen gefährlich ist, muss man nicht ein einzelnes Video über einen Leroy oder einen Julienko drehen, sondern kann ganz allgemein ein Video einfach der Problematik an Gewinnspielen widmen. Um zu erklären, warum Trading-Telegram-Gruppen oftmals ganz schöner Scam und Abzocke sind, muss man den Case nicht explizit um ApoRed herumbauen. Dieses weiß ich jetzt nicht so 100%, weil ich finde schon, wenn gerade, also im Endeffekt wiederhole ich mich jetzt, aber gerade wenn Menschen eine immense Reichweite haben und sehr viel Einfluss haben, das dann zu benennen und als Beispiel zu nehmen, weil man weiß, dass das funktioniert, dass Menschen da draufklicken und dann auf dieses System hinzuweisen und zu zeigen, anhand dieser Person zeige ich euch, warum es generell problematisch ist mit Gewinnspielen und wie Leute euch da reinziehen und wie ihr da gescammt werden könnt und so, finde ich das schon wichtig, weil es zum einen greifbarer ist und weil eben ganz viele Menschen dieser Person folgen und das vielleicht ungefiltert einfach aufnehmen und man dann schon anhand des Beispiels sagen kann, hey, an der und der Stelle kann ich dir zeigen, das ist einfach scheiße, was da passiert ist. Insofern finde ich das schon wichtig, gerade wenn es Menschen mit Reichweite sind. Und ich glaube, diese Differenzierung nach Reichweite, nach Ausmaß, aber auch, was für eine Art von Publikum habe ich da, die ich jetzt potenziell auf jemanden hetze, das ist halt alles wichtig. Dieses kleine, aber entscheidende Extra quasi in jedem Video, dieses riesige Beispiel-Aushängeschild für das jeweilige Problem dabei zu haben, ist aber eben oftmals der entscheidende Unterschied für den Erfolg des jeweiligen Videos. Man nimmt also gerne in Kauf, weil man sich selber auch im völligen Recht dazu sieht, eine Person vor 100.000 Menschen zu kritisieren und auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen, weil man natürlich selber weiß, dass das einfach mehr Klicks bringt. Also wenn es einem selber explizit darum ginge, die Person zurechtzuweisen, dann könnte man der Person auch einfach schreiben. Und wenn man ein größerer Creator ist auf YouTube mit mehreren 100.000 Followern, dann wäre es nicht mal mega unwahrscheinlich, dass auch ein Julienko oder so das mitkriegen würde, wenn man ihm schreibt. Oder wenn man weiß, dass die Person faktisch richtig was verkackt hat, dann kann man das auch einfach zur Anzeige bringen und müsste darüber nicht unbedingt ein Video machen. Und wenn es einem darum geht... Ja, das Problem ist ja, dass die ganze Sülze natürlich schon draußen ist, ne? Das ist ja das, was ich auch immer wieder gesagt habe. Ich weiß, dass in der Vergangenheit immer wieder Leute mir... Ich glaube, das letzte war bei dem Disney-Video von Alicia, mir auch Leute immer wieder geschrieben haben, warum setzt du dich nicht mit ihr an einen Tisch? Warum sprichst du nicht mit ihr darüber? Also das Problem ist, das wird ja konstant immer wieder rausgehauen. Das war ja zum Beispiel nicht das erste Video, es ist, glaube ich, das vierte, fünfte Video, in dem derartige Narrative reproduziert werden, wie ich in dem Video ja drüber spreche. Und es nicht so ist, dass man hier an einem Tisch sitzt und sich über was unterhält und einfach nur etwas gerade rückt, sondern das ist ja schon draußen. Und in der Konsequenz, wenn man sagt, hey, das und das ist problematisch, müsste die Person ja sagen, okay, ich gebe das offen zu und ich lösche jetzt alle Videos. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja in den meisten Fällen sehr, sehr gering. Ich muss aber direkt mal Jonas loben, weil ich hatte eine Situation mit Jonas, bei dem ich ihm gesagt habe, hey, ich habe gerade mitbekommen, dass du ein Video gemacht hast, was aus den und den Gründen ein bisschen schwierig ist. Er hat mir, glaube ich, eine halbe Stunde später oder eine Stunde später geantwortet und gesagt, boah, sorry, wusste ich nicht, danke für den Hinweis, ich habe es offline genommen. Und ich finde das tatsächlich sehr groß von ihm und ein Beispiel dafür, wie man generell damit umgehen kann, auch wenn man seine Entwicklung sieht, worüber er jetzt spricht, wie er sich einsetzt, wie er gefühlt auch zuhört. Insofern finde ich schon wichtig, dass diese Videos online sind, weil man sich sie auch weiter angucken kann. Auch meine Videos dazu, die anderen Videos dazu, die bleiben ja meist online. So. Und ich gehe davon aus, dass die Creatorinnen sich das jeweils auch angucken und man könnte ja als Creatorin oder Creator auch auf die Videos reagieren und sagen, hey, Ayasha, ich sehe das nicht so, let's talk about it und dann redet man drüber. Aber wenn man quasi mehrfach Videos macht und das nie passiert, dann ist die Diskrepanz, was die Ansichten angeht, offensichtlich so groß, dass es da keinen Zweck gibt. Mal abgesehen davon schuldet es ja auch niemand der anderen Person. Und das, was auch, glaube ich, wichtig in dem Zusammenhang ist, ist, meist muss man sagen, herrscht ja auch einfach ein krasses Ungleichgewicht. Wenn ein Riesenkanal Dinge reproduziert, die potenziell problematisch oder falsch sind oder eine bestimmte Art von Menschen anziehen, die potenziell gefährlich sind und bedrohlich für Menschen, die queer sind, die generell einer Minderheit angehören, dann ist das ja nicht einfach so ein Gleichgewicht, bei dem man sagt, ja, sprich doch einfach mit der Person. Auf diesen sensiblen Sachverhalt hinzuweisen, weil zum Beispiel eben Gewinnspiele Scam sind, dann kann man auch einfach allgemein ein Video über diese Gewinnspiele machen. Diese Kombination aber aus, man hat hier diesen Case, aber man hat auch perfekt diesen Creator, den man richtig schön dafür kritisieren kann. Und das bringt dann die großen Aufrufe. Das ist eben das, was ich als diesen substanziellen Gossip bezeichnen würde. Nehmen wir noch als Beispiel den Case rund um
Julienkos neue Freundin Tanja. Die wurde in YouTube Deutschland nämlich ordentlich durch den Fleischwolf gezogen. Von der Sascha, von der Alicia Joe, nochmal von der Sascha, von Marvin Hobbs genommen und nochmal von der Sascha. Die Frage ist hier eben, braucht es Aufklärung rund um übertriebenen Konsumismus, gefährliche Kooperationspartner und Beauty-Behandlungen? Definitiv ja, die Aufklärung braucht es. Muss sich das Video dabei immer rund um Tanja drehen, nur weil sie das macht? Müsste nicht unbedingt. Wird das Video aber dadurch viel besser angeklickt? Auf jeden Fall, definitiv. Und ist es Tanja am Ende selber schuld? Ja, safe natürlich auch. Deswegen, man kann niemandem einen Vorwurf machen. Sollen die doch einfach mal daraus lernen und diese Scheiße aufhören, mein Gott. Aber warum ist... Auch da, ich stimme ihm nicht 100% zu, weil ich finde schon, dass wenn sie eine große Plattform hat und sie Scheiße bewirbt und Scheiße macht, dann muss auch sie kritisiert werden und man kann gleichzeitig anhand dessen das System kritisieren, weil es einfach greifbarer und auch sinnvoller ist, weil Menschen eben dieser Person folgen und viele Menschen, glaube ich, dann vielleicht gar nicht wahrnehmen, in was für einer Kacke sie da drin stecken, aber einfach blind die Sachen von Julienkos Freundin, ich kannte die leider nicht, wieder nicht da richtig drin in der Welt, aber blind einfach irgendwelche Sachen nachkaufen, machen, da drin stecken und vielleicht niemals ein Video anklicken würden, in dem einfach steht, warum das Spiel mit Esoterik-Sachen gefährlich ist, da würde ja keiner draufklicken. Hingegen, wenn man Julienkos Freundin folgt oder Julienko, aber das gar nicht so richtig wahrgenommen hat, deswegen ist diese Differenzierung schon wichtig, gerade bei reichweitenstarken Menschen. Aber warum ist das eigentlich so? Warum sind so viele Videos so erfolgreich, in denen einzelne Personen kritisiert werden? Also erstmal hat tatsächlich die Reaction-Szene einen gewissen Einfluss darauf, wobei die im Grunde natürlich auch nur eine Art verlängerter Arm des Symptoms sind, denn die klicken ja auch aus demselben Grund auf die Videos, wie die Zuschauer auf die Videos klicken. Bleiben wir aber hier mal ganz kurz beim Tanja-Case. Zu jedem der von mir eben aufgezählten Videos gab es unzählige Reaktionen von Creatoren, die teilweise nochmal mehr Reichweite hatten, als die Creator, die das ursprünglich Video gedreht haben. Da haben wir eben Leute wie Rezo, wie Montana Black, wie Alicia Joe, wie Yasmin Gnu, die das dann natürlich nochmal mehr anheizen. Und natürlich, die interessieren sich auch für diesen Yasmin, hallo. Value-Gossip, weil es quasi ja auch mal die Möglichkeit ist, völlig schamlos über jemanden abzulästern, ohne dass man dafür gejudged werden könnte, weil die Person, die gejudged werden muss, ist ja die, um die sich das Video dreht. Hier noch ein kleiner Zusatzeinschnitt, weil ich gerade das Video sichte und nicht wundern, wie ich aussehe. Das ist jetzt gerade hier nach meinem Boxkampf. Ich habe mir meine Hand gebrochen. Ein guter Beispiel-Case genau dafür war jetzt in den letzten Tagen alles rund um Leroy. Zu Leroy habe ja nicht nur ich ein Video gemacht, sondern viele andere Meinungsblogger eben auch und darauf wurde eben auch sehr, sehr viel reagiert. Also wie auf Tanja wurde auch ganz viel auf Leroy reagiert und dann ist es eben passiert, dass Reaction-Streamer wie beispielsweise Montana Black solche Aussagen hier getroffen haben. Wie kann ich denn mit meinem guten Gewissen ins Bett gehen und nicht diese Person anzeigen, die ein Tier verletzt? Aber in dem Fall ist Leroy sogar Mittäter. Denn er weiß, er hat da eine Person sitzen, die aktiv seinen Hund verletzt. Und anstatt dagegen etwas zu unternehmen, ist es ihm am Ende des Tages, ich will nicht sagen egal, aber er unternimmt dagegen nichts. Er weiß, dass es aber passiert. Also ist er in dem Moment auch einfach der Mittäter für mich. Woher weißt du, Goofy, das denn? Hast du mich mal gefragt? Anstatt mir irgendwelche kranken Mittäterschaften zu unterstellen, eine einzige Nachricht, dann hätte ich dir sofort gesagt, dass der Typ, dieser Hundeficker, schon mehrfach angezeigt wurde, ohne Erfolg. Es fehlen einfach die passenden Gesetze, damit die Polizei was machen kann. Aber danke für deinen sinnvollen Beitrag. Und das muss man sich mal reinziehen. Du nennst mich vor einem Millionenpublikum einen Mittäter von so einer kranken Scheiße. So in einem Leroy jetzt quasi eine Mitschuld an einer Tiervergewaltigung vorzuwerfen, das ist halt einfach zu viel auf Basis der Tatsache, dass ein Montana Black sich das Originalvideo nie angesehen hat, ein Leroy auch nie gefragt hat, inwieweit er das vielleicht schon gemacht oder versucht hat, sondern er quasi nur den Zusammenschnitt in diesem Fall von Sascha gesehen hatte und sich darauf dann die Meinung bildet und vor einem Millionenpublikum dann das über Leroy sagt, das ist eben ein gutes Beispiel für genau diese Art von Gossip in Anführungsstrichen, die dann eben passieren kann, also Unwahrheiten, die dann plötzlich verbreitet werden, weil man sich eben nur noch einzelne Ausschnitte ansieht und dann eben nochmal verschärft seine eigene Meinung weitergibt und das macht genau diese Art von Content eben tatsächlich sogar gefährlich. Und ich hoffe, ihr versteht an dieser Stelle eben auch dann ganz gut, warum man, finde ich, auch darüber einfach mal kritisch sprechen darf. Und ich sag das hier... Ich habe die Sache auch nicht so 100% mitverfolgt, um ehrlich zu sein, aber habe ja auch schon einmal kurz angesprochen, ich finde zum einen, dass Leroy absolut kritisiert gehört, ich habe ihn ja selber kritisiert, habe auch ausführlich begründet, warum ich das Verhalten und vieles, was er gemacht hat, kritisiere und sehe auch immer noch vieles kritisch, weil er teilweise einfach Sachen undifferenziert rausgehauen hat oder Menschen eine Bühne gegeben hat, die keine gebraucht hätten. Er kann einfach über ein Thema aufklären, es muss nicht immer extrem polarisierend sein, aber es ist trotzdem ein gutes Beispiel für das Ausmaß der Kritik und mit welcher Vehemenz und mit welcher Plattform man teilweise auf einzelne Menschen drauf schießt. Und ein Montana hat eine riesen Plattform und wenn bei so einer Wortwahl, das führt natürlich dazu, dass das im Zweifel, und darum geht's, im Zweifel krasse Konsequenzen für einen Leroy haben kann, der um Gottes Willen kritisiert gehört. Aber ich glaube, so dieses Differenzieren, das Ausmaß und die Art und Weise, wie wir Kritik äußern, ist ausschlaggebend. Ich sag das hier gerade übrigens auch völlig wertfrei, weil A, mache ich das auch super gerne
gerne selber. Und B, kann man ja auch immer sagen, die Person in dem Video, die hat es selbst so verdient, dass es passiert. Und man lernt ja auch was. Und wie gesagt, vergleicht man das mit 95% des anderen Bullshit-Contents, den es hier so auf den Plattformen gibt, dann ist das hier wirklich gerade Meckern auf sehr hohem Niveau. Vielleicht gerade kurz noch zu einem sehr spannenden Teil dieses Videos, zu der Frage, warum die Leute eben eigentlich Videos lieben, in denen einzelne Personen so kritisiert werden. Warum ist das so ein Phänomen? Warum schaut man sich sowas so gerne an? Das hat schon ein bisschen was mit Sensationsgeilheit zu tun, damit, dass wir uns indirekt aufwerten. Also vieles davon bei Trash-TV funktioniert ja auch so, ne, dass wir Formate gucken, in denen Menschen sich komplett daneben nehmen. Natürlich ist das unterhaltsam. Es ist aber vor allem auch unterhaltsam, weil wir uns währenddessen gut fühlen, weil die Menschen sich schlecht fühlen, weil die Menschen sich daneben benehmen und wir zu Hause sitzen und denken, wie kann man nur so sein? Also eine Art von indirekter Selbstaufwertung. Und ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass wir vieles auch projizieren auf Menschen und denken, die halten sich für was Besseres. Jetzt bekommen sie endlich mal ihr Fett weg. Oder wir mögen die Person vielleicht sowieso nicht und freuen uns. Also ich glaube, da spielen viele Sachen mit rein. Aber ja, mal gucken. Also erstmal ist da natürlich die Schaulustigkeit und Sensationsgier. Wenn irgendwo auf Social Media Beef ausbricht, dann liest man nicht selten Kommentare wie, oh, ich gehe mir erstmal Popcorn holen. Ich meine, die Menschen könnten ja auch völlig anders darauf reagieren. Und zum Beispiel sowas schreiben wie, oh, da ist ein Streit. Ich werde mich jetzt erstmal hier abmelden, weil sowas möchte ich gar nicht sehen. Aber das passiert nicht. Vor allem aus so Gründen wie der Sensationsgier und auch einem gewissen voyeuristischen Charakter sind gerade die ganzen Trash-TV-Sendungen so erfolgreich, wie zum Beispiel Sommerhaus der Stars. Am Ende fühlt man sich einfach gut, wenn man sich sowas anschaut oder sogar besser. Und das ist im Übrigen nicht nur dieses über andere Stellen, wo ja oft viele Menschen drüber sprechen, dass man eben Leute schnell dafür verurteilt, wenn sie Trash-TV schauen, dass sie sich nur über die Leute drüber stellen wollen. Am Ende haben diese Sendungen auch einfach Unterhaltungswert. Ein Faktor, warum man sich Videos gerne anschaut, in denen andere kritisiert werden, kann auch der Vergleich mit dem eigenen Leben sein, der einem manchmal auch dabei hilft, sich selber im Leben einzuordnen. Werden beispielsweise einzelne Creator kritisiert, kann man das mit seinem eigenen Leben ganz gut abgleichen. Also zum Beispiel könnte sich ein Montana Black bei seiner Reaktion selber fragen, ob er auf Marvins Prank auch reingefallen wäre, ob er für diese Heilsteine auch Werbung gemacht hätte. Und bei Leroy kann sich der Zuschauer dann fragen, ob man die gleichen teilweise problematischen Haltungen einnehmen würde oder eben eine ganz andere hat. Also man kann eben toll immer vieles mit den eigenen Positionen vergleichen. Das ist insofern interessant, als dass man sich natürlich Sachen sucht, die einen selber bestätigen in dem eigenen Weltbild. Ne? Also das ist klar. Wenn ich mir Videos angucke, die entgegen meiner eigenen Wertevorstellung gehen, dann stresst mich das natürlich auch und da möchte ich gerne was dazu sagen, weil ich denke, dass das ungerecht Menschen gegenüber ist oder potenziell gefährlich für Menschen ist. Und die Videos helfen durchaus auch bei einem gewissen sozialen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich meine, die allermeisten werden oftmals die Position des Creators teilen, der einen anderen Creator kritisiert, weil das oftmals schon so der Konsens ist, was da kritisiert wird. Und meistens fühlt es sich dann gut an zu wissen, ah, da ist ja noch jemand anders da draußen, der das so sieht wie ich. Das ist ja leider gerade so, wenn es ums Thema marginalisierte Menschen geht, oft nicht so, dass das die Mehrheitsmeinung ist. Und auch innerhalb der Diskurse gibt es natürlich viele Differenzen. Das ist interessant, weil das Dazugehörigkeitsgefühl ist ein spannendes Thema, was er gerade angesprochen hat, weil das natürlich in allen Bereichen so ist. Ihr fühlt euch wohl und dazugehörig, wenn ihr hier in den Kommentaren größtenteils seid, wenn ich nicht gerade ein Persia-Video gemacht habe. Aber generell fühlt ihr euch wohl, ihr sind supportive, liebevoll zueinander, ihr fühlt euch gesehen, ihr fühlt euch verstanden. Dasselbe gilt aber natürlich auch für Menschen, die konstant wütend und sauer sind. Also ich nehme jetzt nochmal das Beispiel, weil eine Person unter das Persia-Video bei mir geschrieben hat, dass Persia einen Safe Space für Mobber geschaffen hat. Und ich finde das eine ganz schöne Analogie, weil das stimmt. Natürlich fühlen sich diese Menschen auch wohl und gesehen, weil sie eben viele auf einen. In der Schulzeit ist es ja auch so, Menschen stürzen sich gerne in großen Gruppen auf einzelne Personen, die hervorstechen, die anders sind, die aus unserer Perspektive nicht normal sind. Und auch das sorgt für ein Dazugehörigkeitsgefühl. Das sorgt dafür, dass wir das Gefühl haben, ich bin dir überlegen, ich bin nicht so wie du, du bist nicht normal und ich gehöre zu dieser Gruppe an Menschen und bin nicht der Unterdrückte, sondern der Unterdrücker. Insofern sehe ich das auch so. Also zum Beispiel nach dem Motto, ja Mann, Leroy ist mir auch schon negativ aufgefallen oder ja, was Tanja da abzieht, das geht echt gar nicht. Und da sind ja auch die ganzen Leute noch in den Kommentaren in der Community, die genau das auch kommentieren. Und wenn man dann selber noch schreibt, ja, ich habe das auch schon immer so gesehen, dann fühlt man sich dadurch eben richtig zugehörig und viel weniger allein. So, sorry Leute, ich komme nicht drum rum, gerade nochmal einen ganz kurzen Nachtrag hier reinzuschieben, weil sich einfach jüngst so viele Ereignisse ergeben haben, an denen ich das eben auch super gut festmachen kann. Und um eben nochmal ganz deutlich zu machen, worauf hier meine Kritik fußt. Das Problem ist einfach, dass es super schnell geht, dass bestimmte Themen, die man ja eigentlich ansprechen, flaggen möchte, dass die eben unglaublich schnell zu Personendebatten werden und das Thema plötzlich in den Hintergrund gerät, weil diese Art von Content einfach besser funktioniert. Das kann man beispielsweise auch bei Boulevardzeitungen beobachten, wie der Bild, wo zum Beispiel dieser große Steuerhinterziehungsskandal rund um Uli Hoeneß plötzlich eben voll zur Personendebatte wurde und
Es ging eben darum, was für ein mieser Mensch Uli Hoeneß ist und dieses Thema Steuerhinterziehung hier eben endlich so ein Gesicht bekommen hat, wo sich dann eben plötzlich alle draufgestürzt haben. Und um dieses Phänomen eben ganz gut zu beobachten, ist jetzt auch ganz passend eben zuletzt dieses Upred-Thema gewesen, der eben gestern zusammen mit Leon Mascher revealed hat, dass das Ganze nur ein Prank war. Also Upred hat ein Video hochgeladen, was sehr ehrlich gewirkt hat, in dem er eben erklärte, dass er pleite ist und dass er dem Staat ganz viel Geld schuldet. Und darüber haben eben ganz viele auch Videos gedreht, super viele Meinungs-YouTuber, haben darauf dann eben reagiert, haben ihre Sachen dazu gesagt. Und hier wird aber jetzt eben deutlich, wie einfach es ist, all diese Leute eben hops zu nehmen, und trotzdem hat aber jeder so seine Meinung dazu gehabt. Und ich finde, man kann schon kritisieren und einmal überlegen, ob es wirklich notwendig ist, jedes Thema immer an einer Person aufzuhängen, oder ob man sich das eben an manch anderen Ecken nicht vielleicht auch sparen kann, oder man sich zumindest genug Zeit nehmen sollte, gerade wenn man ein 100.000 Millionen Publikum hat, um zu recherchieren und zu schauen, wie es wirklich aussieht. Und das unterscheidet sich aber natürlich auch total, und da macht es natürlich auch einen Unterschied, ob du ein Video im Vorhinein aufnimmst, ob es nur eine Reaction ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, den Punkt kann man jetzt trotzdem ganz gut nachvollziehen. Kanäle, die ausschließlich darauf... Ich finde tatsächlich den Punkt gerade gar nicht so uninteressant. Ich weiß nicht, ob man das mit Boulevard vergleichen kann, aber ich finde schon, dass gerade bei so Personendebatten das eigentliche Thema oft in den Hintergrund gerät und dass es teilweise schon auch wichtig ist, beim Thema zu bleiben. Und ihr müsst auch mal darauf achten, ich sage das immer wieder, aber so gerade aus der rechten Ecke, gerade beim Thema AfD, das sind immer wieder dieselben Themen, immer wieder dieselben Narrative, die geframed werden, die aber komplett von dem Rest ablenken. Wenn ich ein Video mache, was 1:40 geht und ich inhaltlich basically sage, dass diese eine Person auf YouTube mit dem Inhalt, den sie macht und wie sie ihn macht, dafür sorgt, dass andere Menschen suizidgefährdet werden können, weil sie unfassbar krasses Mobbing betreibt, dass sie unwissenschaftlich arbeitet, ohne Quellen, dass sie nicht interessiert in einem Dialog ist und ganz nachweisbar Menschen framed, diese Person dann aber sich am Ende 2 Minuten aus diesen 1:40 rausnimmt und darum quasi ihren gesamten Punkt macht, was übrigens ein wieder sehr, sehr typisches Bild ist, weil Kinder, auch darüber habe ich gesprochen, dann sieht man ganz schnell, wie sowas auch instrumentalisiert werden kann. Und ich glaube, es ist wichtig, dafür einen Blick zu entwickeln, weil es wird immer, 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 immer Menschen geben, die man, egal was man ihnen sagt, nie überzeugen wird, die einfach hasserfüllt bleiben und sind und ihre Ansichten haben, und die werden nie davon weggehen, weil sie hasserfüllt sind und kein Interesse daran haben, einen ernsthaften Dialog zu führen oder wirklich sich für Kinder oder sowas einzusetzen, sondern vor allem ihre Wut auslassen wollen, ihre eigene Frust. Mir hilft es manchmal, sich dann vor Augen zu führen, dass ich weiß, dass ich sehr, sehr dankbar dafür bin, dass ich nicht so bin, dass ihr nicht so seid, und wir dürfen trotzdem einander kritisieren. Ihr dürft mir auch sagen, hey Aljoscha, das sehe ich anders. Völlig in Ordnung. Aber das, was Jonas hier sagt, ist einfach schon wichtig. Und bisher... so. Sich darauf ausgerichtet sind, andere Influencer-Kollegen zu kritisieren, die gibt es. Durchaus im konstruktiven Sinne, genauso aber auch im satirischen Sinne. Und ich meine, solange die Inhalte auf einer gewissen gerechtigten Kritik fußen, dann habe ich persönlich dagegen nicht viel einzuwenden. Wenn man merkt, dass jemand bestimmte Creator vor allem deswegen kritisiert, weil sie halt gerade relevant sind oder weil halt gerade alle anderen die Person auch kritisieren oder weil die letzten Videos eben besonders performant mit dieser Person waren, dann finde ich das eher schwierig. Aber es ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt auch Fälle, in denen kann man nicht genug über eine Person sprechen oder in denen können nicht genug Leute insgesamt darüber sprechen, weil es so wichtig ist, dass darüber eben gesprochen wird, und dann ist es eben auch ganz klare konstruktive Kritik an einem bestimmten Fall und nicht einfach nur lasches Ablästern. Also wie gesagt, man muss hier in den einzelnen Fällen ganz deutlich differenzieren. Mich würde an dieser Stelle natürlich interessieren, wie seht ihr das? Content Creator, deren Geschäftsmodell vor allem darauf basiert, andere Creator zu kritisieren, go oder no go? Junge, es ist wie so eine cringe Fernsehabmoderation. Nein, Leute, mich würde echt mal interessieren, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch... Schönes Video auf jeden Fall. Ich finde es auch gut, dass ihr da so Gedankenanstöße gegeben habt, weil er erreicht ja auch nochmal ganz andere Menschen damit. Finde ich super, und ich habe, glaube ich, vieles auch einfach schon gesagt. Also, wenn Menschen wirklich nichts anderes machen, als selektiv Menschen nur fertig zu machen und sich nur daran abzuarbeiten und vor allem dabei auch nie konstruktiv oder lösungsorientiert sind, dann finde ich das, ihr könnt es euch fast schon denken, problematisch. You are welcome. Abschließend möchte ich noch ein paar Worte loswerden an diese wunderbare Safe Space Community. Es ist wieder ein Jahr rum. Ich bin unendlich dankbar für alles, was wir hier auf YouTube zusammen geschafft haben, über Mission Safe Space, über diesen Safe Space, der einen Großteil der Idee überhaupt ausgemacht hat, wie ich überhaupt darauf kam. Ich hätte nie gedacht, dass mir YouTube wieder so viel Spaß macht. Das hat auch viel mit euch zu tun. Ich will mich nicht zu sehr unter Druck setzen, aber ich möchte gerne nächstes Jahr anfangen mit dem Stream. Ich möchte mich um den Discord-Server kümmern. Ihr wisst, ADHS und Stress und generell ist ein Thema bei mir, aber ich habe das nicht vergessen.
Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tut mir einen Gefallen. Ich habe ein Video zum Böllern letztes Jahr gemacht. Guckt es euch gerne nochmal an. Johannes blendet das hier irgendwie nochmal kurz ein, damit ihr das findet. Böller sind wirklich auf so vielen Ebenen einfach so belastend für Menschen, für Tiere, für die Umwelt, für medizinisches Personal, für Menschen aus Kriegsgebieten, für demente Menschen, die es nicht zuordnen können, für die Menschen, die in diesen Fabriken arbeiten, für Wildtiere, für Zootiere, für Außennutztiere, für Feuerwehr und Polizei, in Kombination mit sehr oft auch hohem Konsum von Alkohol, eine sehr schwierige Kombination insofern. Vielleicht ein Appell an die Empathie, an die Rücksicht auf andere Menschen und Tiere und den Planeten. In diesem Sinne ganz, ganz dicke, fette Konsensumarmung an alle, die gerne eine möchten, und vielen, vielen Dank. Auch an Johannes.